Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk von mir. Heute wollte ich mal mit euch über Carl und Rick sprechen. Könnt ihr euch noch an die Szene erinnern, nachdem das Gefängnis gefallen war und Carl und sein Vater Unterschlupf in einem Haus gefunden haben? Rick ist da in wirklich sehr, sehr schlechter Verfassung, weil der Governor ihm die Seele aus dem Leib geprügelt hatte. In dieser Folge sehen wir, dass Carl mal wieder auf schnelle Art und Weise erwachsen werden muss. Noch mehr, als er ohnehin schon werden musste aufgrund der Situation, die sich ihm gegenübergestellt hatten. Rick schläft in dem Haus nun auf der Couch und Carl denkt, dass sein Vater dieses nicht überlebt und er ihm einfach nicht helfen kann. Er verbarrikadiert das Haus so gut es geht und versucht, sie damit zu schützen. Es vergeht etwas Zeit und Carl beobachtet seinen Vater, als dieser anfängt, wie ein Beißer zu stöhnen und diese Laute zu machen. Carl ist total geschockt und weiß, was er eigentlich tun sollte in diesem Moment. Er zückt doch seine Waffe, doch er kann sich einfach nicht überwinden, abzudrücken. Es ist noch gar nicht so lange her, dass er seine Mutter erlösen musste und ich denke, das hängt ihm noch sehr in den Knochen. Es ist auch egal, dass er und sein Vater zu diesem Zeitpunkt viel Streit hatten. Carl ist einfach nicht bereit dazu, sein letztes lebendes Familienmitglied zu verlieren. Wie hättet ihr in diesem Moment reagiert? Hättet ihr wirklich euren eigenen Vater erschossen, weil ihr dachtet, er verwandelt sich? Auch wenn er alles ist, was euch noch an Familie geblieben ist? Im Endeffekt ist es gut, dass Carl wirklich nicht abgedrückt hat, weil Rick halt nur vor Schmerzen gestöhnt hat und nicht, weil er ein Beißer wird. Eure Meinung dazu interessiert mich sehr und ich freue mich, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt. Habt ihr vielleicht noch ein paar Themenvorschläge oder etwas, worüber ihr möchtet, dass ich rede? Auch das schreibt ihr mir bitte in die Kommis und ich kümmere mich drum. Danke, dass ihr wieder dran geblieben seid und wir hören uns im nächsten Video. Bye, bye!